Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir für euch. Für dieses Oberteil benötigt ihr einmal die Länge vom linken Arm bis zum rechten Arm. Je nachdem, ob ihr vom Handgelenk zu Handgelenk ausmesst oder von Ellenbogen zu Ellenbogen, müsst ihr für euch wissen, wie lang die Ärmel sein sollen. So werden wir beginnen. Als nächstes brauchen wir eine Kette. Ihr könnt eine Luftmaschenkette anschlagen oder aber auch direkt die Stäbchen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So. Um eine Kette zu häkeln mit Stäbchen, benötigt ihr zuallererst 3 Luftmaschen. Dann macht ihr einen Umschlag und stecht in die erste Lasche ein. Also in die erste Luftmasche. Dann holt ihr den Faden hindurch, habt 3 Laschen auf der Nadel und häkelt zuallererst eine Luftmasche. Dann habt ihr wieder 3 Laschen auf der Nadel. So habt ihr jetzt hier den Boden gehäkelt, holt dann den Faden durch 2 und nochmal durch 2 und habt somit euer erstes Stäbchen. Einen Umschlag und jetzt hat sich hier unten eine Masche gebildet. Da geht ihr hindurch und holt den Faden. 3 Laschen auf der Nadel. Faden holen, den Boden fürs Stäbchen häkeln, wieder 3 Laschen auf der Nadel und nun durch 2 und durch 2. Dass es hier am Anfang etwas schief ist, ist normal, das legt sich mit der Zeit. Ne? Also ihr habt hier sozusagen jetzt eure 3 Windeluftmaschen fürs erste Stäbchen. Und 2 Stäbchen haben wir bereits gehäkelt. Ein Umschlag. Jetzt hat sich hier wieder eine neue Masche gebildet. Einstechen, Faden holen. Faden holen, den Boden häkeln. Faden holen durch 2 und durch 2. So, und jetzt zeige ich euch es noch einmal vom Ganzen an. Einen Umschlag in die Masche einstechen. Faden holen, durchziehen, den Boden und dann euer Stäbchen durch 2, durch 2. Einen Umschlag, hier hat sich wieder die nächste Masche gebildet, einstechen, Faden holen, durchziehen, erst den Boden mit einer Luftmasche und dann durch 2, durch 2. Einen Umschlag in die nächste Masche. Faden holen, durchziehen, eine Luftmasche, das ist der Boden. Seht ihr auch jetzt hier so ganz schön. Und dann durch 2 und durch 2. So, ich benötige hierfür geschlagene 266 Stäbchen. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht alles, das wird eine lange Zeit dauern. Also auf Nadelstärke 2,5 und dieser Wolle brauche ich 266 Stäbchen. Auf was für eine Länge ich dann nachher am Ende genau komme, sage ich euch im Nachhinein. Viel Spaß jetzt erstmal beim Häkeln und wenn ihr eure Reihe fertig habt, sehen wir uns wieder. So, nach 266 Maschen. Ich habe mir hier einen Marker am Anfang gesetzt, dann nach 100, 200, und 66. Und nun können wir die zweite Reihe beginnen. 3 Wände Luftmaschen drehen, einen Umschlag und nun diese 3 Wände Luftmaschen gehören zu diese 3 Wände Luftmaschen. Und das heißt, wir stechen jetzt hier in das zweite Stäbchen ein. Versucht dabei immer mittig einzustechen. Also nicht hier oben die beiden Laschen, sondern hier, könnt ihr es ganz gut gerade sehen, ist so eine kleine dritte Lasche. Da stecht ihr durch und habt automatisch 3 Laschen auf der Nadel. Holt den Faden durch, häkelt euer Stäbchen ab. Am besten auch hier direkt einen Marker setzen. Und habt dadurch genau die Mitte des Stäbchens getroffen.
eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in das nächste Stäbchen, also in das vierte, auch wieder hier diese kleine Verkopflasche durch und ein Stäbchen häkeln. Noch einmal die nächste, noch ein Stäbchen häkeln. Und wie ihr jetzt sehen könnt, auch wieder schön gerade übereinander. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die übernächste ein Stäbchen. In die nächste ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in den nächsten beiden jeweils ein Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt die ganze Reihe. Also am Anfang ein Stäbchen, weil wir hier ja schon optisch eins haben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, zwei Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, zwei Stäbchen. Und so jetzt einmal die ganze Reihe. Und dann sehen wir uns wieder. Und am Ende der Reihe angekommen, habe ich mir hier meinen Marker gesetzt gehabt. Häkel ich noch eine Luftmasche. Wenn ihr mal anders auskommen solltet, könnt ihr auch ein bisschen mogeln, indem ihr bei einer freigelassenen Luftmasche zum Beispiel direkt das nächste Stäbchen setzt. Falls eine Masche fehlt, fällt es bei dem Muster nicht so auf. Ich komme richtig aus. Also eine Luftmasche. Eine freilassen, in die vorletzte ein Stäbchen und hier dann den Marker rausnehmen. Und anstatt hier in diese Masche einzustechen, steche ich mir hier so seitlich ein. Dann sitzt das auch schön übereinander. Dritte Reihe. Drei Wendeluftmaschen drehen. Einen Umschlag und auch hier wieder nicht am Fuß einstechen, sondern direkt ins nächste, also in das zweite Stäbchen mittig. Und hier wird es dann so sein, wenn ihr auf dem Rückweg seid, habt ihr hier die letzte Masche und das vorletzte Stäbchen und geht dann einfach hier an der Seite und häkelt das Endstäbchen. Und sonst geht es weiter wie bisher. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, das ist ja eh schon das vorgegebene Löckchen. Und dadurch, dass wir immer mittig in die Stäbchen einstechen, ist es auch leichter, die Maschen zu finden. Und so bleibt es auch schön gerade. Ich häkel mal eben ein Stück. So, und wie ihr seht, es bleibt schön gerade. Ich häkel jetzt noch mal bis zum Ende, zeige euch auch noch mal von dieser Reihe das Ende und danach geht es erstmal Reihe für Reihe stupide so weiter. So, und hier am Ende in das Stäbchen einstechen. Ja. Und hier haben wir das gleiche wie auf der anderen Seite. Ihr habt jetzt hier nur die Luftmaschenkette. Dort stecht ihr hier oben in die dritte Masche im Grunde ein und häkelt euer letztes Stäbchen einfach dazu. Das ist optisch alles gleiches. Wieder drei Wendeluftmaschen. Und dann geht es weiter wie bisher. Insgesamt hat
mein Häkelstück jetzt eine Länge von 93 cm, allerdings noch nicht gewaschen. Daher wird noch etwas dazu kommen. Das Endgültige natürlich erst am Ende von allem. Wir haben jetzt hier zwei Lochmusterreihen gehäkelt und 15 brauchen wir insgesamt, also nochmal 13 Stück hinzu. Und wenn ihr das gehäkelt habt, geht's weiter in Teil 2. Bis dahin, viel Spaß!